Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben hier. Das Feld kostet 102.000 Euro. Das ist natürlich ganz schön heftig. Weil wir brauchen ja auch noch den Mähdrescher für oben. Allerdings habe ich da eine Idee, denn hier drüben das Feld ist ja schon deutlich weiter und von der Ernte, die da reinkommt, können wir uns dann passend für oben pünktlich zur Ernte den Mähdrescher holen. Also werden wir uns jetzt hier das Feld kaufen, nämlich das Feld Nummer 14. Das ist jetzt unseres. Das ist eine riesengroße Erweiterung. So, und damit wir da natürlich auch gleich optimal hier einsteigen können, werden wir hier mal auf die Schnelle zu unserer Seemaschine fahren und werden hier einsehen. Jetzt haben wir schon wieder ein weiteres Feld, ein großes Feld. Das ist natürlich auch optimal, allein schon aus dem Grund, dass wir hier... Oh, da hat sogar kleine Frontbeleuchtung. Ist das süß? Guckt euch das an. Ist das nicht niedlich? Ha, herrlich. Wir müssen jetzt mal gucken. Raps haben wir ja angesät soweit schon. Da haben wir jetzt im Moment die Gerste links im Einsatz. Hier haben wir jetzt ein richtig schönes, großes Feld zur Verfügung. Und ich würde sagen, nachdem wir ja doch jetzt oben Raps und Gerste gerade haben, Weizen haben wir fertig. Da ist aber ein bisschen Zeit dazwischen, auch bis das gewachsen ist, werden wir hier einfach ein bisschen Weizen wieder ansehen. Das heißt, wir starten den Helfer und lassen dieses Feld jetzt zum ersten Mal einsehen. So, auf der Karte nochmal, damit schön auf der Zunge vergehen kann. Dieses Feld gehört jetzt auch uns. Toll. Jetzt haben wir also hier die drei Felder, das große Feld und hier oben das Feld 8. Und ihr seht, die Wachstumsstufen sehen schon richtig gut aus. Das heißt also, wir sind da richtig gut dabei. Und uns fehlt ja jetzt nicht mehr allzu viel Geld. Das heißt, pünktlich oben zur Ernte werden wir auch dort dann den Mähdrescher zur Verfügung haben. So, wir gucken jetzt mal weiter. Hier ist es ja, wie gesagt, schon fast erntereif. Das ist optimal. Hier sind wir soweit mit allem durch. Den haben wir getankt. Dann können wir den jetzt auch gleich nochmal auffüllen, wenn wir eh schon dabei sind. Und ja, auch jetzt wieder mal das Gute. Schön, dass wir unten den großen Kollegen jetzt haben, die große Seekombi, die versteckte Kombi sozusagen. Denn damit geht das Einsehen natürlich auch schnell. Und ihr seht, wir haben schon wieder 137.000 Liter hier drin. Füllen natürlich jetzt mal auf, so dass das wieder gleich für das nächste Feld sozusagen vorbereitet ist. Wir werden jetzt hier einmal ein bisschen drehen. Nicht zu weit. Das wäre sonst ungesund. Okay, und bereiten hier oben auch für die Ernte schon mal den Kipper vor. Da müssen wir noch ein bisschen umstellen, denn wir haben so, den stelle ich jetzt erstmal hier rechts hin. So, wir haben ja noch diese Kombi und die müssen wir jetzt sozusagen erstmal auseinanderpflücken. Da werden wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. Mal schauen, wie wir da am besten erstmal rankommen, ohne dass wir irgendwas hier verbeulen oder kaputt fahren. Ich denke mal, so sollte das gerade passen. Ja, passt. Gut, und einmal hier wieder ran. So, kuppeln das an, wählen aber gleich den Hänger aus, kuppeln den Hänger ab und werden hier mal den Knaben auf die Seite stellen. So. Oh, jetzt müssen wir doch einmal da durchfahren, weil ich zu blöd war, um gleich richtig einzudrehen. Aber auch das ist kein Problem. Fahren wir hier raus, hier rein, alles gut. So, den stellen wir nämlich jetzt mal hier hinten dran ab. Ja, wird langsam wirklich Zeit für einen Unterstand. Da sollten wir uns wirklich mal Gedanken machen. Der hat gar keine Rückleuchten, der Kollege hier. Das ist gar nicht gut. Wahrscheinlich, weil der schon als Kombi gedacht ist. So, der steht und wir können uns gleich hier den Hänger sozusagen ankuppeln, damit wir auch hier vorbereitet sind, optimal. So, ja, komm. Put. Noch ein Stück. So, fertig. Der hängt. Oh, etwas merkwürdig, aber er hängt. Gut, ich habe Zauberstreben, das geht da durch, ist also alles gar kein Problem. So, jetzt haben wir nämlich hier den Kipper auch schon vorbereitet. Damit sind wir gut dabei. Hier warten wir jetzt noch ein bisschen. Nee, mit der Seemaschine will ich jetzt nichts übereilen. Was macht unsere Seemaschine? Jo, die ist fleißig dabei. Und ihr seht schon, das Feld 14 ist schon ganz schön groß.
Da ist also einiges, was noch ansteht. Gut, dann haben wir das hier soweit erstmal alles aus dem Kreuz und vom Tisch. Jetzt gucken wir mal kurz in der Übersicht. Hier wird frisch eingesät. Das ist die letzte Stufe, bevor alles erntereif ist. Die zwei Felder sind auch schon eingesät. Ja, jetzt fehlt ja eigentlich nicht mehr viel. 9000 Euro kostet das kleine Feld. Nein, ich warte jetzt doch noch mal ein wenig ab. Hab jetzt schon wieder überlegt, ob wir doch das kleine Feld schon gleich kaufen. Werden wir aber nicht machen. Werden wir nicht machen. Wir gucken erst noch mal hier unten am Kuhstall, wie es aussieht. Erstes mal Licht anmachen hier. So, Statistik, jawohl, sieht ganz gut aus. Wir können aber auf alle Fälle hier eventuell schon mal wieder ein bisschen nachfüllen. Wir haben ja ganz fleißig hier sozusagen die halbe Nacht durchlaufen lassen. Mal gucken. So, dann kam noch eine Idee, die ich mal testen sollte. Das werde ich auch mal bei Gelegenheit machen. Nämlich den Mist in die BGA kippen. Das mache ich aber in Westbridge Hills. Denn hier lohnt sich das vom Fahrweg definitiv nicht. Da wären wir etwas lange unterwegs. Wir können den Mist aber später benutzen, um auf alle Fälle hier ja, dann auch zu düngen. Es gibt nämlich auch einen Miststreuer, mit dem wir also auch hier die Felder bedüngen können, ohne dass es uns was kostet. Aber der Misthaufen kann ja noch ein bisschen wachsen. 100.000 Liter Kapazität hat der Misthaufen hier sozusagen, bis das voll ist. Oh, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was reinkippen können. Oh ja, da gingen also auch schon wieder über 1.000 Liter rein. Damit ist das voll. Gras sollten wir uns demnächst auch mal wieder ein bisschen drum kümmern, dass die Kühe etwas zum Fressen haben. Wir gucken mal gerade, wie es hier so aussieht. Da oben die Sämaschine, wie weit ist die? Mit 6 Metern zügig dabei, hat aber hier noch ein bisschen Arbeit vor sich. Was wir allerdings machen können... Oh, die lässt aber auch ganz schöne Lücken da oben. Das gefällt mir gar nicht. Oh, 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 das ist nicht so schön mit der kleinen. Das ist natürlich bei so einem großen Feld blöd. Oder wir haben einfach den falschen Traktor. Ich glaube, wir brauchen dann etwas schwereres Gerät, damit die nicht so rumhüpft. Das müssen wir mal beobachten, dass wir da auf alle Fälle richtig agieren. So, hier lassen wir mal den Kipper gerade stehen und werden mal schnell unsere Düngeeinrichtung holen. Dann können wir nämlich auch das Feld gleich düngen. Dann ist das auch aus dem Kreuz. So, die haben wir ja da hinten drin geparkt. Genau, so. Einmal bitte hier ran. Ich gehe wieder mal in die Cockpit-Ansicht, weil irgendwie klappt das dann am besten hier mit dem Ankuppeln. Oh, die ist aber von der Lenkung her noch übel eingeschlagen. Ich hoffe, das gibt jetzt keine physikalische Überraschung, sozusagen. Mal schauen. Wir kuppeln mal daran. Nö, Räder sind gerade gestellt. Alles gut. Passt. So, auch hier brauchen wir ja erstmal den Fronttank noch nicht. Werden allerdings uns schon mal darunter begeben. So. Und hier schon mal die erste Bahn gleich düngen. Dann ist das nämlich auch erledigt. Alles schön im Dunkeln. Arbeite ich zwar nicht so gerne, aber es war ja jetzt eine Blitzentscheidung und ist ja auch kein Dauerzustand, aber das Feld 14 war es doch einfach wert. Das hat uns ja förmlich angebettelt, jetzt schon zuzugreifen und da können wir natürlich nicht Nein sagen. So, wir werden gleich mal loslegen. Einmal die Feldspritze einschalten. Sollte eigentlich hier für diese Feldgröße gerade so ausreichen noch der Inhalt. Und jetzt macht sich natürlich auch die 40 Meter Spritze bezahlt. Ist ein Riesenfeld, aber bei der Größe, ah ja, bei der Gelegenheit, wir können das gleich wieder absenken. Macht's ja dann doch ein bisschen präziser. Bei der Größe macht das dann natürlich schon Laune, wenn man hier mit einer Riesenmaschine arbeitet. Das ist deutlich einfacher und geht natürlich auch viel, viel, viel schneller, als wenn man da mit so einem kleinen Huddelchen durch die Gegend fährt. So. Einziges Problem, wurde auch schon angemerkt, ist halt das Wenden. Das ist ein bisschen schwierig hier. Da muss man ein wenig rangieren, aber auch das ist eigentlich machbar. So, oh, und hier hat er einige Lücken gelassen. Also da hat die Maschine noch ganz schön Nachholbedarf, ist nicht optimal gelöst. So, und ja, ja, das ist definitiv der Traktor. Die reagiert irgendwie gar nicht so richtig auf meine Lenkfortschritte oder Vorgaben. Nee. So, jetzt muss ich immer ein bisschen vom Gas runtergehen, dass das hier wieder funktioniert. Ist nicht schön. Also da braucht man definitiv einen stärkeren Traktor. So.
da müssen wir noch was ändern. Ich glaube, da kommt auch schon die nächste Investition ins Blickfeld. Da werden wir dann auch mal gucken, dass wir auch mal einen größeren Traktor holen, einen etwas schwereren, moderneren, besseren. Da haben wir natürlich viele Auswahlmöglichkeiten. Ich denke ja vielleicht an den großen Bruder des Schlüter, weil der hat 250 PS, ist ein richtig schweres Geschoss, kann auch gut mit großen Gewichten umgehen. Wobei für die Feldbearbeitungsgeräte hier, denke ich mal, würde auch eventuell eine Nummer schwächer reichen. Da wäre zum Beispiel der Case eine wunderschöne Alternative. Hätte auch richtig Spaß an der Geschichte. So, und da ist jetzt noch ein Rest. Jo, da warten wir gerade, bis die Sämaschine wieder da ist. Ist ja eigentlich hier gleich auf dem Weg. Dann brauchen wir da nicht doppelt zu arbeiten. Nur das mit den Lücken hier unten gefällt mir nicht. Aber ich glaube, das liegt wirklich an dem Traktor, dass der zu schwach ist. Das müssen wir da mit einem größeren, stärkeren Gerät mal austesten. Mal gucken, ob sich das dann etwas besser gestaltet. Oh, aber mit 6 Metern ist das natürlich wunderbar. Hier der beste Vergleich. Ja, mit 3 Metern wären wir so in Höhe meines Anhängers jetzt gerade hier. Also da sparen wir doch deutlich Zeit. Und wenn dann noch die richtige Zugmaschine vorne dran ist, sollte das perfekt laufen. Ja, das heißt, wir müssen uns aber auch aufgrund der Gerätschaften hier, da sieht man es, der geht hinten hoch, ne? So viel drückt praktisch die Maschine drauf, ist nicht optimal. So, und der dreht natürlich auch hier schon so blöd und bleibt deswegen auch so komisch stehen. Hängt also definitiv am Traktor. Das heißt, wir müssen da gucken, dass wir definitiv auf alle Fälle ein stärkeres, besseres Gerät uns da holen. Ja gut, ist ja schön. Können wir wieder Geld ausgeben? Finde ich persönlich super klasse. Ich mag ja Geld ausgeben. Das ist so richtig angenehm. So, und jetzt können wir das Feld hier gleich fertig düngen. Das ist dann auch relativ schnell fertig erledigt. Und ja, die Sämaschine wird in der Folge bestimmt noch ziemlich fertig werden. Hoffe ich zumindest, weil dann können wir auch gleich die Zeit auf den nächsten Morgen wieder vordrehen. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen langsam machen. Da warten wir mal kurz. So, nochmal ein Stückchen vorfahren. Während die dreht, dachte ich eigentlich, genau, könnten wir optimal den Schwung ausnutzen. Perfekt gelaufen. So, dann bringen wir mal hier unseren Düngestreuer wieder zurück. Und das Schöne ist, beim Ausklappen, wir gucken uns das nochmal an, fährt die automatisch nach oben, ne? Hier nochmal schön angezeigt. Wunderbar. Klar, muss ja über die großen Reifen da drüber, sonst passt das ja irgendwie auch nicht. Aber wunderbar gelöst, optimal. So, damit haben wir das aus dem Kreuz, haben das Feld 14 gekauft und sogar schon fast fertig eingesät. Außer diesen paar etwas unschönen Ecken, die wir dann wahrscheinlich so ein bisschen nachbearbeiten müssen. So, und jetzt können wir hier wieder mit unserem Rangieren kämpfen, weil, wie gesagt, das klappt mit der Einlenkung nur so richtig, wenn man ganz wenig Gas gibt. Ansonsten haut das nicht hin, das heißt, man muss so tröpfchenweise Gas geben. Ist nicht wirklich angenehm. Gibt's Schöneres. Also das wird dann das nächste sein, auf alle Fälle einen besseren, größeren Traktor zu kaufen. So, und wenn wir schon beim Thema größerer, besserer Traktor sind, schauen wir auch gleich mal, welcher Traktor dann für uns in Frage kommt. Vorher fahren wir aber wieder zu unserem Kipper. Da muss der Traktor hier jetzt erstmal als nächstes eingesetzt werden. Oh, da vorne steht unser Kipperchen. Wunderbar. So, okay, einmal nach innen, einmal kurz rückwärts schauen, dass wir hier sauber ankuppeln. Das vermisse ich auch so ein bisschen, dass wir hier noch so eine Rückbeleuchtung haben. Aber Arbeitslicht gab es halt in den 70er Jahren noch nicht so wirklich. Dann steigen wir hier mal aus und, Moment, sehe ich das richtig? Ja, ich sehe es richtig, das Feld ist erntereif. Ja, wunderbar, da können wir in der nächsten Folge sogar hier mit der Ernte schon anfangen. Das ist doch ein Traum. So, jetzt gucken wir aber nochmal schnell nach einem Tracker. Wir brauchen was mit bisschen Bums. Also, Hürlimann wurde mir schon ans Herz gelegt. 140 PS. Ja, ist ganz nett. Weiße Traktoren mag ich aber eigentlich nicht so ganz, weil die immer so schnell dreckig werden. Der Deutz, der hat nur 100 PS. Das bringt nichts. Was kostet der Hürli eigentlich? 130, okay. Dann hätten wir hier den TTV, der hat 142 PS, der hat natürlich schon richtig gut Leistung. Deutz,
ist natürlich auch ein sehr gutes Gerät. Schlüter Supertrack 243 PS, 140.000 Euro, aber der kostet 370 Euro pro Tag und ist auch nicht mehr so der modernste. Der ist von 81. Ist also von der Technik auch nicht mehr so das allerbeste. So, gucken wir mal. Bei den Case gibt's doch auch bestimmt noch irgendwas Schönes. Da haben wir den Case Puma. 175.000, 203 PS und aktive Fronthydraulik. Selbst da können wir noch was anschließen. Und ökologischer Kraftstoffverbrauch. Common Rail Diesel, das klingt hochmodern. Das wäre eine Geschichte, die würde mir gefallen. Da wäre ich, glaube ich, sogar bereit, die 40.000 Euro mehr auszugeben. Wie gesagt, ansonsten hier der Schlüter 139.000, der TTV 133, der kostet dann 175. Also entweder der Case Puma oder wir gehen hier in Richtung TTV. Das wäre auch eine gute Sache. Von der Geschwindigkeit sind die ja trotzdem schnell. Allerdings reizt mich ehrlich gesagt der Case. Ich hatte noch nie einen Case-Traktor. Deswegen werde ich mich, glaube ich, hier so in diese Richtung orientieren. Das werden wir uns dann anschauen. Wir schauen uns jetzt mal schnell an, wie weit die Sämaschine ist. Oh, die ist ja schon fast durch. Müssen wir allerdings beim nächsten Mal noch ein bisschen nacharbeiten. Wir spurten mal dem Kollegen hier entgegen. Ich denke mal, der Case wird auch hier unten deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Allein schon aus dem Grund, weil der bisschen schwerer, bisschen moderner ist, dann wird er auch nicht mehr so viele Lücken reinsetzen. So, nimmst du mich mit, mein Freund? Nimmst du? Ja, du nimmst mich mit. Und er ist nochmal stehen geblieben. Wunderbar. Hat auch wieder gleich gebockt. Ist ein Zeichen dafür, dass das natürlich hier nicht optimal im Verhältnis ist. Das werden wir aber ändern. Ich sag aber für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sind nämlich schon wieder durch. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.